macht sogar Blutungsschaden hier, aber das bringt mir nichts, weil ich bloß meistens einmal drauf habe auf den Gegner. Ich glaube, ich werde mal so eine Hellebarde verbessern hier. So. Also, Schmied, Hellebarde. Halt, verstärken. Wo ist die Hellebarde? Also, mich würde es mal echt interessieren, was hier eine gute Waffe ist. Kann sein, ich jetzt so wieder einen Haufen Mist baue hier. Flügellanze, Pike. Hier ist die Hellebarde. Titanite-Scherben, davon habe ich genug. So, für den Großen kann ich ja auch kaufen, also kann ich bis plus 6 auf jeden Fall machen. Ja, und dann fehlen mir die Seelen dafür. Aber ich habe ja eh dann schon... Ich glaube für eine plus 6... Ich habe schon plus 6, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall macht das Ding jetzt schon 280 Schaden. Und die Brocken hebe ich mir auf jeden Fall auf. So, ich mache jetzt mit meinem Hammer, mache ich jetzt 360 Schaden. Mal gucken, wie viel es mit der Hellebarde ist. Ich muss dringend auch mal ein bisschen Zeug verkaufen. 364, das ist nicht großartig besser, muss ich sagen. Das liegt wahrscheinlich an dem Scaling von der Waffe. Aber ich sag mal, diese auf plus 10, der Hammer und die Hellebarde sind auf plus 6 jetzt. Also von daher ist das klar, dass die noch nicht unbedingt großartig besser ist. So, gehen wir ein Stück weiter. Unsere Seelen sind alle ausgegeben jetzt. Wir können jetzt hier in den Schrein gehen. Ich weiß nicht, wie er hieß. Schrein von Amana. So, gucken, was uns da erwartet. Sieht schon wieder ziemlich nach giftigen Kreaturen aus. Giftige Dämpfe. Also, ich hatte genug Gift und Dunkelheit in letzter Zeit. Ich muss das jetzt nicht nochmal haben. Aber mal gucken. Aber ich denke mal, wir neigen uns jetzt auch langsam am Ende von dem Spiel zu hier. Nicht mal lange. So, Leute, Schrein von Amana. Hier bin ich, glaube ich, hergekommen. Irgendwas singt hier. Irgendjemand. Unten in dem Haus wahrscheinlich. Gut hinsehen und dann gelobt sei die Sonne. Unten ist was. Boah, das sieht aus wie ein Geist oder sowas. Oder sind das irgendwelche badenden Frauen da unten? Das kann auch sein. Das wäre natürlich mal schön. Eine badende Frau. Eine Wendeltreppe davor natürlich. Welche Gegner hier? Hier ist schon mal eine Tür. Hm. So, was haben wir denn hier? Kann ich das nehmen? Ohne runterzufallen vielleicht. Ich glaube, ich falle hier runter, oder? Ja, ich glaube, das kann ich nicht nehmen hier. Aber vielleicht kann ich es schießen mit Pfeil und Bogen, dass es dann runterfällt. Ja. Dann hole ich mir das später ab. So. Sehr schön. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss hier. Dann einfach mal wieder unseren Instinkten vertrauen. Hier ist ein Feind dahinter, wie es aussieht. Giftfeind. Du wirst natürlich jetzt geschlachtet, wie alle deiner Freunde. Artverwandten. Wie auch immer. So, Dämmerungskraut und Skeptikergewürz. Also ich glaube, die Gewürze werde ich eh nie benutzen, wie gesagt, weil... Fein voraus. Ach so, okay. Ja, wie gesagt, ich bin kein Zauberer. Zumindest nicht mit dem Charakter. Und auch mit meinem anderen Charakter habe ich es richtig schwer mittlerweile. Gegner anzugreifen oder Gegner zu besiegen, wie mit meinem Zauberstab oder so. Das ist ziemlich schwer auf jeden Fall mittlerweile. Ich weiß nicht warum, aber meine Zauber machen immer... meiner Meinung nach viel zu wenig Schaden dafür. So, hier sind Leute schon mal gestorben. Oh Mann, Wasser. Kann ich hier raus? Keine Ahnung. So. Versucht rechts und Schatz voraus. Tatsächlich. Kommt hier jemand? Nee. Große, ja, Seele. Das ist gut. Ich denke mal, meine Seelen werde ich dann, wenn ich noch welche übrig haben sollte, und ich habe ja jede Menge noch mit zur Zeit. Ich denke mal, die werde ich dann auf jeden Fall auch alle ausgeben. Oh Gott, finster Wichser. Wer ist das hier? Wo kommst du her? Oh, du wirst auf jeden Fall getötet hier, bevor jetzt hier der Finstergeist kommt. Glitzerndes Titanite, sehr schön. Hinterlassen die alle glitzerndes Titanite? Das wäre cool. Ah, da hinten ist der... Oh, fuck. Nein. Nicht ein Markier. Ich werde ihn auf jeden Fall erstmal hier hochjagen.
Denk mal, hier oben kann ich besser kämpfen, wie im Wasser. Vielleicht kann ich ihn sogar von... Au. Wichser. Oh, fuck. Sterbe! Ja, Gott sei Dank, ey. Aber ganz schön nervig. Naja, da kommt auf jeden Fall nicht mehr wieder. Gott sei Dank. Scheiß Pyromanen-Wichser. Ja, also die können ganz schön reinhauen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eigentlich noch meinen, diesen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich weiß auch nicht, ob ich hier überhaupt langkomme oder ob das jetzt hier... Was ist das da unten überhaupt? Ich meine, ich hatte da vor uns irgendwas runtergeschossen, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, ob ich über Wasser gehen kann hier. Hey. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind hier, aber... Menschbild haben sie fallen lassen. Das ist schon mal gut. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier... Wie weit ich jetzt hier gehen kann. Also ich sehe noch einen Boden auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Löcher kommen irgendwann. Hm. Ich bin ja lieber ein bisschen vorsichtiger. Hier hinten ist auf jeden Fall noch ein Gegenstand. So. Noch ein glitzerndes Titanite. Sehr schön. Ist das das, was ich vor uns runtergeschmissen habe von den Ast? Ich glaube schon. Wie gesagt, ich passe ein bisschen auf. Ich will nicht irgendwo runter. Oh, ich glaube, hier ist der Boden zu Ende, ja. Hier geht es nicht weiter. Das war mir in Dark Souls 1 schon zum Verhängnis geworden hier teilweise. Irgendjemand singt hier. Ich will wissen, wer hier singt. Was? Wer ist hier? Du. Okay. Ah, das hässliche Freiber. Was ist mit denen was passiert? Hier ist noch einer bestimmt, oder? Hier. Yeah. Sterbe. So. Ich hoffe, die sieht so aus, wie sie singt, diejenige hier, die hier ist. Ich weiß nicht, ob er hinten noch mal... Ah, hier ist noch jemand. Ah, die scheint ziemlich einfach zu sein hier. Keine Riesenprobleme hier. Ich werde, bevor ich reingehe... Oh Gott. Ich verfluchte irgendwas. Ist das eine Urne da? Sieht aus wie eine Urne. Zerstören. So, ja, das war eine blöde Urne bloß. So, und hier haben wir doch eine versteckte Truhe. Das ist super, oder? Oh, das Wasser. Scheiß. Oh, hier ist ein Hintereingang. Oder bin ich von... Ach nee, von hier... Nee, doch nicht. Hier ist der Hintereingang, hier, wie es aussieht. Soll ich mal von hinten reingehen hier? Warum nicht? Hier irgendwas? Nee. Alles sauber. Ah, ich dachte, hier wäre... Ah, hier ist doch jemand. We knew you were coming. Oh, eine Blondine. And stop singing. Oh. We are Milfinito. We are here to sing to those bound by death and dark. Mm-hmm. We will sing here forever, as we always have, from long, long ago. Ja, aber schwingen tut euch da auch noch, oder? We know nothing of the world outside. Haare machen. And why should we? For we will never leave. Do you seek? King Vendrick? Ja, der Wichser muss sterben. But what is a king, after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. Ah, das klingt traurig. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. Mhm. This is what we were taught. Is there anything wrong? Perhaps this will help. Oh, ich bekomme was. Sehr schön. Ah, da kann ich wieder tauschen dann. This is all that we can do. When we sing, when we sing. Ja, die wiederholt sich. Naja, was soll's. Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Aufzug oder was?
Gibt's denn noch eine von denen oder ist das die einzige hier? Mal gucken hier. Ich glaube, das ist die Tür, auf die wir eigentlich hätten reingehen sollen. Ja, hier hinten sind noch ein paar Leute mehr. Hier ist noch jemand drin. Blutungsschaden, das Vieh. Ja, ist zum Glück nicht schwer, das Vieh zu besiegen. Sollte natürlich ein bisschen aufpassen hier. Ja, hier kann man durch, ja. Sehr schön. Jede Menge von diesen Viechern hier im Wasser. Ah, die singt wieder. Haltet alle eure Ohren zu, die singt. Ja. Hey! Noch jemand? Noch jemand, der Tracht prügeln will hier? Niemand. Sehr schön. Drüben sind noch mehr. Oh, kommst du her? Letzte Twinkling Titanite fallen, bitte. Erztragenhelm, okay. Dich noch beschießen da hinten. So. Interessiert ihn nicht mal. Ah, jetzt kommst du. Ja, sehr schön. Ach, weißt du was? So, Arsch. Arschlecken. So. Ich werde alles töten, was hier auf dem Weg ist. Oh Gott, die kommt zu zweit. Nicht gut. Schnell tot machen. Ja, genau aus dem Grund. So. Die lassen wirklich glitzerndes Titanite fallen. Das ist extrem wichtig, dass das weiß. Das ist extrem wichtig, weil das Zeug ist echt selten. Habe ich bisher noch nicht so oft gefunden. Glitzerndes Titanite. Ja, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen farmen dann hier. Dann natürlich auch versuchen, die Gegner immer zu töten. So, du bist im Arsch, genau. Aber keine Ahnung, wie weit man hier in das Wasser gehen kann. Ups. Naja, sind zum Glück schwache Gegner hier im Gegensatz zum Schloss. Große Seele eines stolzen Ritters, sehr schön. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit man hier gehen kann in dem Level. Ich glaube, hier ist es auch schon wieder zu Ende, wie es aussieht, oder? Ja, hier geht's nicht weiter. Ja, das war in Dark Souls 1 auch schon so. Da gab es auch so Gewässer. Da konnte man eine gewisse Entfernung reingehen und Distanz. Und irgendwann war Schluss dann, dass man dann ins Bodenlose gefallen. Ja. Sollte man natürlich immer ein bisschen aufpassen, wo man da hinspringt. Truhe voraus. Vorsicht vor Monster. Wo ist hier ein Monster? Na, da. So. Monster ist hinüber. So, hinterlassen noch ganz schön Seelen auf jeden Fall. Hinten ist noch eins, oder? Ach, keine Ahnung. So, ich hoffe, die Truhe selbst ist kein Monster. Das sieht gut aus. Sehr schön. Mimics habe ich schon, ich glaube, zwei Stück bisher gesehen. Drachenamulett, ich glaube, das ist nicht so interessant. Naja. Gucken, was uns hier erwartet. Gift. Ich besiegen hier. Ja, ich glaube, hier muss ich durchlaufen. Oh, was haben wir denn hier? Ah, okay, die machen das doch weg hier, wie es aussieht. Sehr schön. Ja, ich werde euch alle mit Pfeil und Bogen beschießen. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste hier. Die mal anfangen zu laufen, ne, da sind die schon tot. Naja, selber schuld. Wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Zack. Und noch einer. Und hinüber bist du. Sehr schön. Ja, ich glaube, die Gegner haben wirklich hier so ein Gift. Giftfunktion gehabt hier. Hier ist noch ein Geheimgang dahinter. Die Quanzt, okay. Bitte kein Mimik. Ja. Sehr schön. Normalerweise sollte ich jede Truhe, die ich sehe, hier ein bisschen bearbeiten, auf jeden Fall vorher. Ja, gehen wir mal hier rein. Ah, ich passe hier nicht durch. Das bin ich wahrscheinlich selber. Die Quanzt, ja.
Warum geht's dann hier weiter, wenn es hier nie weitergeht? Naja. Wie auch immer. Ja, kommt der erste Endgegner schon hier. Und ich hoffe mal, das ist kein Boss. Versucht Freund. Ruhig bleiben, Zufluchtsort voraus. Ja, probieren wir das doch mal. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Okay. Kein Endgegner schon mal, das ist gut. Mann, das sieht echt hübsch aus, das Level, muss ich sagen. Haben sie echt nochmal gegen Ende von Dark Souls scheinbar, haben die es nochmal echt gut. Ja, hier muss natürlich nur so ein beschissener Mark hier rumstehen. Ja, nicht mal töten hier. So. Danke, Nummer 1 schon mal tot. Ah, scheiße Mark hier. Ja, du kommst her, danke. Und tschüss. So. Ach, Mark, ja. So schwach. So, gucken, ob ich jetzt hier in das Gebäude vielleicht rein kann hier. Das sieht gut aus. Ich glaube, hier kann ich lang. Man sieht zwar kaum was. Ich hoffe, hier kommt ein Leuchtfeuer. Okay, hier ist jemand gestorben an dem Vieh wahrscheinlich. Was rumgeschlafen hat und mich nie gesehen hat. Warum nicht? Ah, hier ist ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Wenn ich nicht hier an der Treppe hängen bleiben würde. Hey. Komische Treppe hier. Ist hier noch irgendwas? Ja, dich töte ich noch hier. Danke. 360 gibt hier so ein Monster. Ist nicht schlecht. Ja, ich denke mal, das wird ein sehr guter Ort hier sein. Auf jeden Fall, um ein paar Seelen zu farmen. Ein paar glitzernde Titanites zu farmen. Hilfe und dann Boss. Verzweiflung voraus. Schwäche tot. Ja, super. Ach, die Meldungen immer hier. Hilfe. Hurra für Todstellen. Naja, damit meinen die wahrscheinlich die Viecher im Wasser. So, jetzt müssten eigentlich die Marker wieder da sein, hier da hinten. Da soll ich ein bisschen aufpassen, damit ich zurückkomme. Aber jetzt sollen wir erstmal ein Level-Up machen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann überlege ich mir, ob ich vielleicht die Rüstung, die ich jetzt habe, verbessern sollte. Weil die ist definitiv richtig gut. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß noch nicht, ob es sinnvoller ist, eine normale Rüstung zu verbessern mit Titanite oder eine seltene Rüstung, wie ich sie jetzt anhabe, mit glitzernden Titanite. Naja, mal gucken. Ich glaube, ich kann eh nichts machen hier, oder? Brauchen wir denn 3000, oder? Mehr wie 3000 sogar. 3300 ungefähr. Ja, machen wir das doch mal. 3300 Seelen. Nochmal die eine davon. 200, dann könnte ich die beide nehmen hier. Ich glaube, die gibt 2000. 3000. Nee. Dann nehmen wir so eine noch hier. Wie gesagt, ich will nicht zu viele nehmen hier. Wie gesagt, ich brauche die dann, wenn ich mal wirklich irgendwas kaufen muss oder irgendwas machen muss. Halt. Nein. Dass ich dann auch gleich bezahlen kann, ohne erst stundenlang irgendwelche Gegner zu töten. Ich denke mal, da ist das ganz gut. Gehen wir noch einen Punkt auf Geschicklichkeit. Ja, der Bogen verbessert sich ein bisschen, aber ansonsten... Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt noch ein bisschen Vitalität gehen soll. Kondition habe ich eigentlich genug momentan. Belastbarkeit. Weiß ich nicht. Ich kann noch Vitalität. Sicherheiten auf jeden Fall. Kann nicht schaden. So. Balken wird immer länger. Ja. Gucken wir mal weiter, was es hier noch gibt. Also wir kommen heute definitiv ein bisschen voran hier. Das ist schon mal gut. Vielleicht noch zwei Endgegner schaffen heute. Oh, das Schloss war echt heftig, muss ich sagen. Die Gegner da. Jetzt geht's wieder hier, dieser Schrein hier, oder was das ist, von Amana. Der geht wieder bis jetzt. Also zumindest noch. Und diese ganzen Ritterrüstungsgegner da, diese ganzen Bogenschützen, was da alles war in dem Schloss. Das war heftig. Nicht schön, auf jeden Fall. Das ist schon der erste Typ. Schnell töten. Wo es uns tötet. Blutungsstein, okay.
Ja, die machen ja Blutungsschaden, die Gegner.